es gibt Komponenten A und B, die sich sympathisch sind, dann haben wir keine Probleme mit dem Mischen. Es gibt Komponenten A und B, die sich unsympathisch sind, dann haben wir eventuell ein Azeotrop im Siedediagramm. Und es gibt Komponenten, die sich so unsympathisch sind, dass sie keine Mischung bilden, sondern ein heterogenes Gemenge. Und wir wollen uns jetzt mit diesen zwei Komponentensystemen mit Mischungslücken etwas näher beschäftigen. Wenn wir etwa bei 10 Grad Celsius 1 Mol Hexan und 1 Mol Nitrobenzol mischen, bekommen wir ein heterogenes Gemenge. Ja, um zwei Phasen. Offensichtlich sind sich diese beiden Komponenten so unsympathisch, dass sie sich eben nicht homogen mischen. Bei höherer Temperatur jedoch ergibt dasselbe Experiment eine homogene Mischung. Wenn wir derartige Experimente wiederholen, bei verschiedenen Temperaturen, mit verschiedenen Mengenverhältnissen und grafisch auftragen, erhalten wir das Zustandsdiagramm zweier begrenzt mischbarer Flüssigkeiten. Nitrobenzol und Hexan. Wir haben wieder als Abszisse die Zusammensetzung. Links reines Nitrobenzol, rechts reines Hexan. Wir haben als Ordinate die Temperatur. Und wir haben dann eine Binode, die homogen von heterogen abgrenzt. In dem Fall ist die Zone oberhalb der Binode homogen flüssig, unterhalb der Binode heterogen zweiphasig flüssig. Wenn ich etwa bei dem Punkt 1 starte, das ist ungefähr 30 Grad Celsius, 1:1 Mischung, habe ich eine homogene flüssige Mischung. Ich kühle diese Mischung ab. Ab der Temperatur 293 Kelvin wird sich die homogene Mischung in ein heterogenes Gemenge aufspalten. Bei der Temperatur 283 Kelvin ist diese Mischung aufgespalten in eine nitrobenzolreiche flüssige Phase und in eine hexanreiche flüssige Phase. Es gilt ein weiteres Mal das Hebegesetz, wenn wir die Zusammensetzung quantitativ erfassen wollen. Wir haben hier eine Mischung mit oberer kritischer Entmischungstemperatur. Wir können uns dieses Zustandsdiagramm ableiten, wenn wir die Flory-Huggins-Kurven haben. Die Flory-Huggins-Kurven beschreiben die freie Enthalpie einer Mischung, und wenn diese Flory-Huggins-Kurven einen konkaven Anteil haben, dann bedeutet das, dass wir eine Mischungslücke zu erwarten haben. Wenn wir von reinem Nitrobenzol starten, einer homogenen Phase, und jetzt tropfenweise in kleinen Mengen Hexan dazugeben, bei einer konstanten Temperatur, dann bewegen wir uns auf einer horizontalen Linie von links nach rechts. Wenn wir ein bisschen Hexan zugeben, liegen wir an diesem Punkt, das heißt, wir sind immer noch homogen. Ab diesem Punkt schneiden wir die Binode, wird es heterogen. Wir durchqueren die heterogene Zone auf der Konode, erreichen hier die Binode und sind dann wieder homogen auf der hexanreichen Seite. Wenn wir bei 10 Grad Triethylamin mit Wasser mischen, in einer 1:1 Mischung, ist die Mischung homogen. Wenn wir das gleiche Experiment bei 30 Grad durchführen, erhalten wir ein heterogenes Gemenge. Die Verhältnisse sind also gerade umgekehrt wie beim vorherigen Beispiel. Wir haben eine Mischungslücke bei hoher Temperatur. Auch sowas kann man quantitativ vermessen und in ein Phasendiagramm einzeichnen. Wir erhalten dann eine konvex gekrümmte Binode. Wenn wir ein solches begrenzt mischbares Zweikomponentensystem weiter erwärmen, wird es irgendwann sieden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das System erreicht die Mischbarkeit vor dem Sieden, so wie hier, oder es erreicht die Mischbarkeit eben nicht. Wir können hier das Sieden einer Flüssigkeit 1 diskutieren. Wir erwärmen diese Flüssigkeit. Der Siedebeginn ist hier. Die Gasphase, die entsteht, hat die Zusammensetzung
0,5 etwa, wenn wir die abkühlen, bekommen wir zunächst eine homogene Flüssigkeit in unserer Vorlage. Bei weiterem Abkühlen wird sich dann diese homogene Flüssigkeit in ein heterogenes Gemenge aufspalten. Hier haben wir ein Beispiel eines Siedediagramms eines Zweikomponentensystems, welches eine sehr breite Mischungslücke hat. Wir erhalten keine Mischbarkeit vor dem Sieden. Oftmals sind die homogen flüssigen Phasen bei diesen Diagrammen sehr, sehr schmal. Oft kann man sie kaum erkennen, weil sie im Grunde mit den Ordinaten übereinstimmen. Hier haben wir das Siedediagramm des Systems Wasser-Benzol. Wasser und Benzol haben eine sehr breite Mischungslücke. Sie erkennen diese typische V-förmige Struktur der Taulinie. Wir haben ein heterogenes Azeotrop bei 0,7 Benzol. Aus diesem Diagramm können wir ablesen, dass jede Mischung Benzol-Wasser zwischen 10 und 90% bei 69 Grad siedet und eine Gasphase liefert, die 70% an Benzol enthält. Egal, ob wir viel Benzol oder wenig Benzol in der Ausgangsmischung haben, die Zusammensetzung der Gasphase und die Siedetemperatur ist konstant. Generell siedet eine Mischung, wenn der Dampfdruck über der Mischung genauso groß ist wie der Außendruck. Bei unserem Gemenge Benzolwasser ist PA immer der Dampfdruck des reinen Wassers und PB immer der Dampfdruck des reinen Benzols. Bei der Temperatur von 69,2 Grad hat reines Benzol den Dampfdruck 0,7 bar, reines Wasser den Dampfdruck 0,3 bar. Über der Mischung dieses Gemenges haben wir den Gesamtdruck von einem bar, die Mischung siedet. In der Technik wird die Wasserdampfdestillation häufig so durchgeführt, dass man Wasserdampf in die meist organische Phase einleitet. Wasserdampf ist dann nicht nur eine Komponente, die mitdestilliert, sondern auch der Energieträger. Wir wollen kurz das Siedediagramm der Mischung Wasser-Benzol diskutieren. Wir haben eine Gasphase bei hoher Temperatur. Wir haben zwei Flüssigphasen, einmal reines Wasser und einmal reines Benzol. Alle anderen Zonen sind heterogen. Wir haben zwei Siedelinien, die man hier kaum erkennen kann, weil sie praktisch die Begrenzungslinien dieser homogenen flüssigen Phasen darstellen. Wir haben eine Taulinie mit der typischen V-förmigen Struktur. Wir haben einmal den Siedepunkt von reinem Benzol, den Siedepunkt von reinem Wasser als Invariantenpunkt und den Siedepunkt des Azeotrops. Benzol plus Wasser flüssig wird zum Azeotrop. Eine Flüssigkeitsmischung siedet, wenn der Dampfdruck über dieser Mischung gleich dem Außendruck ist. Bei nicht mischbaren Flüssigkeiten, bei Gemengen, addieren sich einfach die Dampfdrücke der reinen Komponenten und das Gemenge siedet auf jeden Fall bei einer tieferen Temperatur als jede der Komponenten. Das ist die Grundlage für die Wasserdampfdestillation.